T to the O to the P, Topspin ist wieder angesagt, hier hereinspaziert bei The Maus in seine Taverne. Ich heiße euch willkommen zur nächsten Runde Topspin. Halbfinale steht an in München. Hab hier gerade die Playstation wieder angehauen, die letzten beiden Parts hatte ich zusammen aufgenommen. Den Part hier nehme ich jetzt wieder neu auf, beziehungsweise an einem anderen Tag. Letztes Spiel haben wir gegen Christian Knutzen gewonnen, das kam mir sehr zugute, dass der, glaube ich, so oft ans Netz gegangen ist. Da konnte ich den ein paar Mal überloppen. Jetzt also gegen Peter Mann, auch so ein Aufschlag, riese Fähigkeiten, hat er keine speziellen. Rein von der Rangliste her scheint er auch nicht besser zu sein als der Knutzen davor. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife machen wir uns auf ans Halbfinale dahorm. Hier in München. Und ja, was soll ich sagen? Topspin Let's Play bei den Leuten, die es gucken, scheint es sehr gut anzukommen. Ich habe vor, das eine ganze Weile zu machen, bis es dann vielleicht irgendwann zu eintönig wird oder so. Man muss mal gucken. Dadurch, dass ich das Spiel jetzt auch selber gar nicht kenne, ist es für mich auch immer noch eine Entdeckungsreise. Ich probiere die Tipps umzusetzen, die ihr mir gegeben habt. Spielerattribute habe ich ja beim letzten Mal schon erhöht. Einige haben schon gefordert, ich soll öfter ans Netz gehen. Ich soll mit dem rechten Stick ausprobieren, aufzuschlagen. Das werde ich dann das nächste Mal machen, wenn ich ein Trainingsspielchen mache. Jetzt hier im Halbfinale ist mir das zu heikel, anzufangen, irgendwelche neuen Taktiken und Techniken auszuprobieren. Das mache ich dann für mich in der Trainings-Area, weil, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Spiele so spannend sind. Und hier probieren wir dann den Grundstein zu legen für große Turniererfolge in dem Let's Play. Und da verpasst sie allerdings nichts. Und bislang bin ich ja in die Spiele immer gut reingekommen. Mal gucken, ob dem heute auch so ist. Nein, 0-1. Petermann. Der Petermann, Petermännchen. Macht ihn, macht den Mo lang. Oh, da war das ganze Feld auf. Nein. Das habt ihr gesehen, jetzt kommt sogar nochmal. Ich würde es gerne nochmal im Replay sehen. Ich schlag auf. Er kommt eigentlich sehr weit raus, weil er die Rückhand umläuft und dann nehme ich den so halb Volley. Ist natürlich albern, den hätte man auch einmal kurz tippen lassen können und dann vielleicht ein kurzer Slice oder sowas hinters Netz. Er ist schon wieder hier mit diesem komischen Return, also das scheint ihm zu gefallen und ja. Das war wieder, der Ball war wieder zu kurz, der war ins Halbfeld einfach nur so reingechippt fast und da muss man sich nicht wundern. Jetzt mal hier der Lob, das gefällt mir viel besser. Erster Punkt. Das sah gut aus. Auch hier nochmal, jetzt sehe ich eigentlich schon, dass er ans Netz kommt. Die Passierschläge scheinen relativ schwer zu sein, aber dann kommt hier der Lob und er kann nur noch hinterherlaufen und ist dann zu langsam, um ihn vielleicht noch durch die Beine zu bekommen oder irgendwas in der Art. Da schlägt er nochmal ein Luftloch. Erster Punkt für The Maus. Ich will es nicht übertreiben mit den Zeitlupen, aber das sind jetzt nochmal wieder so zwei, drei Sachen, wo man das gut dran sehen kann. Und wieder... Was? Also der Ball muss, der muss ja uferlos gewesen sein. Das wurde ja nicht mal mehr gezeigt, wo der hingeflogen ist. Okay, das war auch wieder zu riskant. Den chippen wir noch rein. Jetzt gehe ich selber mal ans Netz. Und schaue mir das mal an. Und das sah gut aus. Das sah gut aus, muss ich sagen. Den habe ich jetzt auch gut getroffen. Gut. Vielleicht bei einem etwas härteren Passierer wird das gefährlich. Aber warum nicht? Oh, ich hasse das. Immer zu spät. Warum drücke ich nicht einmal nur kurz? Ich will immer Kraft aufbauen. Immer will ich die Schläge so raushauen, dass da möglichst viel Wumms hinter ist. Und wenn die dann zu spät kommen, dann ist das natürlich gefährlich. Der war schön. Der war schön. Da haben wir jetzt mal den Passierschlag. Und dieser Peter, der ist ja was hässlich. Alter. Da ist mein Gandalf ja noch hier eine Beauty Queen gegen Peter. So, den spielen wir kurz. Und jetzt loppen wir mal wieder. Und der passt ja auch. Also, der Peter tut mir jetzt hier den Gefallen, mich wieder ins Spiel zurückzubringen. Da ist ihm der Stürmer vielleicht ein bisschen zu sehr ins Gesicht gerutscht, dass er da nicht mehr richtig hinguckt. Aber mir soll es recht sein. Jetzt hatte ich eigentlich wieder erwartet, dass er die Vorhand umläuft. Was ist denn da los? Jetzt haut er einen perfekten nach dem anderen raus. 5-5. Ich hatte das Spiel hier schon leicht abgeschrieben.
Und auf einmal wieder back in business. Perfekt. Und nochmal. Jetzt zu viel des Guten. So, jetzt probieren wir mal ins Netz zu locken. Oder wir zwingen ihn einfach zum Fehler, indem wir das Feld aufmachen. Naja, zum Fehler zwingen kann man da eigentlich nicht sagen. Das war jetzt einfach nur glücklich. Wieder zu früh. Da kann man mal wieder loppen. Oh, da kommt er jetzt ran. Gut, also das ist der erste fehlgeschlagene Lob und da applaudiert auch der Gandalf hier im Nachhinein. Den gucke ich mir jetzt gerne auch nochmal an. War, glaube ich, der erste Schmetterball überhaupt hier in dem Let's Play. Den haben wir natürlich gut erwischt. Der Lob kommt zu kurz und dann ja, hat er natürlich keine Probleme, den zu versenken. Ostkurve Bochum hat es auch ins Video geschafft. Und der Lob sitzt wieder. Wow, jetzt gehe ich aber ins Netz. Da kannst du mal einen drauf lassen, Peter. Puh, 7-6 für den Moos. Da ballt er die Faust. Da ballt er die Faust. Also, da konnte ich natürlich den Lob gut nutzen, um nach vorne zu gehen selber. Und dann macht er den mit der Rückhand weg. 7-6, erstmalige Führung. Aha. Da war jetzt mit ein bisschen Risiko gespielt. Nein! Ach, dann lob ihn doch wieder, Mo. Dann lob ihn doch lieber. Jetzt wollte ich es einfach schön machen. Das hatte mir jetzt immer loppen. Das war mir so ein bisschen wie Flanke, Kopfball bei FIFA. Jetzt umlaufe ich hier mal die Rückhand. Habe ich ihn jetzt gut geschickt. Jetzt müsste ich ihn eigentlich nach links schicken können. Ah, zu früh wieder. Der war jetzt wieder spät. Da kann ich froh sein, dass er nicht ins Ausgegangen ist. Wieder ein bisschen früh. Also, die Tendenz ist eher lieber ein bisschen zu früh als zu spät. Zu spät ist das Gefährlichste, was man machen kann. Und dann seht ihr es, da kommt man auch mal mit einem zu frühen Schlag durch. Also da habe ich jetzt wieder ein bisschen den Schwanz eingezogen. Habe die Bälle einfach nur von links nach rechts geschickt, aber es hat im Endeffekt gereicht. Und da setze ich jetzt dann wieder den Lob an. Zu früh, er wird ihn kriegen, da gehe ich stark von aus. Aber das eröffnet mir die Chance, ans Netz zu gehen. Na! Zurück. Da wollte ich jetzt zurückgehen, aber das hat er dann nicht mehr geschafft. Schade. Hat er gut gemacht, hat er gut mich in die Ecken geschickt. Ich komme jedes Mal einen Schritt zu spät. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen antizipieren, wo der Ball hingehen könnte. Und dann ein bisschen Glück haben. So, das hat gereicht. 9-8 und das heißt was? Matchball. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu aufgedreht, aber ja, wenn die Spiele so eng sind wie das hier, das ist schon... spannende Angelegenheit, muss ich zugeben. Das nimmt mich dann auch selber mit. Und mit Reden baue ich da so ein bisschen die Nervosität ab. Wow, und jetzt sind am Ende die Schläge gekommen hier. Wahnsinn, da können wir doch direkt noch das Finale hinten dran klemmen. Wenn ich jetzt ausgeschieden wäre, hätte ich gesagt, komm, dann gehe ich jetzt erstmal wieder eine Runde üben. Aber so wird es hier die große Halbfinal- und Finalfolge. Da will ich jetzt hier nicht zu groß Spannung aufbauen. Und wir haben unser erstes Endspiel erreicht. Ich bin begeistert. Genügend EP für die nächste Stufe. Also wir können erstmal die Spielerattribute gleich erhöhen. Und dann machen wir natürlich noch das Finale hier, klar. Oh, da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet, nachdem ich da am Anfang so ins Hintertreffen geraten bin. Muss ich erstmal einen Schluck zur Beruhigung nehmen hier. Zurück zum Turniermenü wollen wir natürlich, weil ich will mir jetzt erstmal angucken, wer da als Gegner lauert. Also, in München, da scheine ich mich wohlzufühlen. Das ging mir jetzt zu schnell. Die Speicherzeiten sind natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das dauert immer ein bisschen. Das ist schade und stört mich manchmal auch bei solchen Spielen dann. Aber da muss man mit leben. Das Spiel ist ja auch nicht mehr das Jüngste. Und kann man vielleicht besser machen, aber hier dann anscheinend nicht. So, dann würde ich sagen, bauen wir wieder auf Grundlinie offensiv. Und das können wir nicht ausbauen. Dann gehen wir wieder zurück, haben wir unseren Spieler wieder ein bisschen verbessert. Und ich hatte schon eben den Finalgegner so im Augenwinkel gesehen. Der hieß irgendwie Ian Follows oder so. Ich gucke mir lieber nochmal nach. Also heraus hier aus dem Menü und Ian Willows, so heißt er. Auch wieder einer, der hauptsächlich über den Aufschlag kommt. Allgemeine Infos, 2,01 Meter, also auch ein Riese.
Attribute, Aufschlag gut, dann wieder alles sehr durchwachsen und auch von der Rangliste her eigentlich ähnlich wie die Gegner vorher. Also waren ja zwei sehr, sehr enge Spiele die letzten Runden. Und wenn ich mir das so angucke, muss ich sagen, rechne ich mir fürs Finale sogar was aus. Also hier, guckt euch mal zum Beispiel meine Schlagpower an, da bin ich mittlerweile bei 47. Er hängt bei 38, das könnte jetzt hier der große Coup werden. Nachdem ich in der Ukraine so kläglich gescheitert bin, könnte das jetzt hier in München. Also man merkt richtig, der Gandalf, da fühlt er sich zu Hause hier, der Motorwerne. Wo spielen wir denn eigentlich? Irgendwo wahrscheinlich am Olympiapark. Keine Ahnung, wo es in München so einen Rasenplatz gibt. Der ist ja immer noch in einem Bombenzustand hier und das beim Finale. Zuschauer sind natürlich heiß aufs Spiel und die Katakomben zeigen schon, wir sind hier ja gefangen im Beton. Und ich will raus, komm, ich will raus, ich will rein ins Match. Nicht lang rummachen hier. Direkt wieder perfekt getroffen. Ein bisschen früh. Aber das scheint mir jetzt ein bisschen besser zu liegen. Zumindest probiere ich vor allen Dingen die Bälle nicht mehr zu spät zu treffen, weil dann die... Der war natürlich sehr gut. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Zu spät ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Glückwunsch, Moho. Sehr gut rumphilosophiert hier 3 Stunden, dass zu spät Müll ist und was passiert bei so einem einfachen Müllschlag da direkt wieder zu spät. Aber das nenne ich mal einen Konter hier. Beziehungsweise Moral, dann direkt den Punkt so zu machen. Und das sah jetzt auch nicht schlecht aus. Oh, arg. Und wieder gut gespielt hier mit der Rückhand. Und dann momentlang gezögert in die falsche Ecke gegangen und dann ist der Ball wieder weg. Also der Willows hier, boah, der hat einen ganz schönen Schlag drauf. Beziehungsweise er versteht es einfach, mich in die falsche Ecke zu schicken. Aber gegen Peter Mann haben wir auch so angefangen. Der kommt halt nicht ans Netz, ne? Der lässt sich halt nicht so locken. Müssen wir mal... Boah, keine Chance, wie der die Bälle in die Ecken knallt. Da muss ich noch ein bisschen dran üben. Nein! Oh, da war ich hier so begeistert, dass ich im Finale bin und dann liefere ich hier sowas Desaströses ab. Ja, toll. Nicht mal einen Ball getroffen. Ja, da guckt er in die Wolken, wo der hin ist. Oh Gott, also ich habe hier schon fast abgeschlossen. Aber wir wollen nicht aufgeben. Vielleicht jetzt nochmal mit ein, zwei guten Punkten, dann ist man wieder dran. So zum Beispiel. Und dann erwischt er mich auf dem falschen Fuß. Da spiele ich so einen guten Ball zur Vorbereitung und dann spielt er den Cross zurück. Das war stark gemacht. Die Wiederholung gucke ich mir jetzt gerne nochmal an. Hier, der Schlag war wirklich nicht schlecht ins Eck. Er kann eigentlich nur einen Defensivschlag raus, sondern er reagiert eigentlich nur und macht das perfekt mit der Rückhand einfach reingehalten und Cross rübergespielt. Richtig stark. Der geht ins Aus. 8-1. Also, ja, der Traum währte nicht lange. Also wenn er den auch noch gesetzt hätte, dann hätte ich gefragt, warum der nur auf Platz 65 ist hier im Circus. Der haut ja hier ein paar Schläge raus, so. Oder ich stehe auch halt einfach oft falsch, glaube ich. Aber wie willst du da rankommen? Wenn der... Macht er gut. Ich spiele die ganze Zeit nur so, so halbe Schläge, sag ich mal, die einfach ihn nicht in Bedrängnis bringen. Dann kann er es vorbereiten und dann, guckt er mich aus im Endeffekt. Das ist einfach gut gemacht. So wie ich jetzt ihn. So müsste ich es halt öfter hinkriegen. Das habe ich am Anfang verpennt. Also das habe ich unterschätzt. Da habe ich jetzt gedacht, ich bin der Größte hier, weil ich 2 Spiele gewonnen habe. So schnell kann man sich da täuschen. Ah, Mann! Und dann wieder aus so einer Situation, wo ich eigentlich sogar fast gut zum Ball stehe. Ich komme dann so ein bisschen in die Rückhand, aber trotzdem. 10-3, das war... Ja,
eine Lehrstunde, möchte ich sagen. Da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, habe ich meinen Glücksgefühlen hier zu freien Lauf gelassen und wurde direkt wieder geerdet hier mit dem Spiel. Ian Willows also noch drei Nummern zu groß hier für mich. Einfach, weil er einen anderen Spielstil angewandt hat, ist nicht ans Netz gekommen und dann kann ich hier nicht meine Noob-Lobschläge setzen, sondern muss dann ein Grundlinienspiel aufziehen. Und ans Netz, ich war so oft in der Defensive, ich hätte gar nicht gewusst, also jetzt, wenn ihr sagt, ich hätte öfter ans Netz gehen müssen oder so, ich hätte gar nicht gewusst, welche Bälle so gut vorbereitet waren, dass ich große Chancen gehabt hätte, ans Netz zu gehen. Da waren vielleicht zwei, drei Dinger drin und von den zwei, drei Dingern habe ich auch zwei Punkte gemacht, also... Ja, da heißt es üben. Ich gehe wieder trainieren, Freunde. Und hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Nächstes Turnier, vielleicht schaffen wir das noch. Das würde ich gerne noch angucken, wo das nächste Turnier ansteht. Dass wir das schon mal... dass wir uns das schon mal anschauen können. Das wäre nochmal eine gute Sache. Dass wir wissen, wo die Reise hingeht. Wenn wir jetzt auch einen ganzen Teil EP hier wieder dazu bekommen. Und natürlich auch Fans... Weil das natürlich total der Quatsch ist, hängst du irgendwo in der, auf Platz gefühlt 100.000 im Verhältnis Weltrangliste und hast aber schon zigtausende von Fans, kennt man ja, wenn hier so ein Spieler, der in der Weltrangliste auf Platz 600 rumlungert, der reist ja auch mit ganzen Bussen voller Fans hinter sich her zu den großen Challenger-Turnieren in Braunschweig und Umgebung. Also ein bisschen komisch, aber gut. Diese Ladezeiten, die sind echt anstrengend. So, Mail. Gucken wir da nochmal rein. Uiuiui. Gott, oh Gott. Also, der will hier Trainer werden. Erstes All-Away-Turnier. Hallo, Mo. Hier ist Anne-Marie von All-Away oder Alleyway. Ich habe sie kürzlich bei einem von uns gesponserten Turnier gesehen und sie waren einfach fantastisch. Das glaube ich nicht. Wenn sie so weitermachen, werden wir sicherlich bald ins Geschäft kommen. Okay, ich habe hier also jetzt eine schöne Ausrüstung bekommen. Was ist noch zu sagen? Hallo Mo, wir haben eine Demo der Topspin Akademie für Sie. Nein, danke. Hoppala. Spezial-Event Yoga ist der Weg zum Erfolg. Hallo, mein Name ist Michelle Prower. Das Ziel unserer Selbsthilfegruppe ist die Steigerung des Wohlempfindens aller Lebewesen mit Hilfe von Meditations- und Yoga-Übungen. Klingt so ein bisschen sektenmäßig. Diese Übungen sind wissenschaftlich erwiesen und sehr gut für Ihren Körper und Geist. Wieso kann ich hier nicht runterscrollen? Ah, deshalb möchte ich Ihnen gerne Gelegenheit bieten, an unserem zweiwöchigen Yoga-Kurs teilzunehmen, der in den Wäldern vor Toronto, Kanada stattfindet. Ein wundervoller Ort, an dem Sie den Einklang mit der Natur genießen und dessen Hilfe Sie... Bei Interesse an... So, und wie mache ich das? Gar nicht, oder was? Keine Ahnung, wie ich mich bei dem bewerbe. Ja, und ich werde nach Zagreb eingeladen. Dies ist eine Einladung zu unserer berühmten Disco-Nacht, die in einem der namhaftesten Nachtclubs der Stadt stattfindet. Natürlich sind Sie als VIP eingeladen. Eintritt und Softdrink sind für Sie umsonst. Über diese Party wird nicht nur in der Boulevardpresse, sondern auch im kroatischen Fernsehen berichtet. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Grüße, DJ Beat. Ich frage mich halt, wie man das jetzt annehmen kann oder welche Auswirkungen das hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so Spielerei, diese ganzen Sachen, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass da was bei rumkommt. Spezialevent. Also, dann machen wir beim nächsten Mal erstmal mit dem Spezialevent weiter. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann immer nur eins machen, ne? Ne, da mache ich erstmal ein Trainingsspielchen und dann beim... genau, ich mache das Trainingsspielchen im Juni und ich kann da ja eh kein Turnier spielen. So machen wir es. Und im Juli, damit fangen wir dann beim nächsten Mal an, mache ich das Spezialevent, was auch immer das ist. Und dann fangen wir an mit den Vienna Open. Also von München nach Wien ist es nicht unbedingt weit. Wieder ein Minor-Turnier, aber das Finale muss jetzt, denke ich, unser Anspruch sein. Und jetzt ist dann wirklich Schluss. Jetzt haben wir nochmal 4 Minuten verbraucht. Seit ich gesagt habe, ist es Schluss. Und dann machen wir an dieser Stelle wirklich einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschö, macht's gut, Nachbarn.